Ach, stinke ich wieder mal. Die unendliche Wolke des Panther herbeischwörens. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum of Bagnum. Ich bin gerade hier auf dem Panther. Ich bin gerade eingeloggt seit 1 Minute und 25 Sekunden. Und habe diesen Bug jetzt und weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht mal sitzen. Ah, sie geht weiter. Kann man auch kämpfen? So kann ich jetzt nicht kämpfen. Gibt's da nicht eine Kurztaste dafür? Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, laufen wir so ein bisschen herum. Ja. Gut, Boah, Staub abwirbeln, Sand aufwirbeln. Das tut gut. Ja, und gut tut's auch, dass ich nach einer Woche wieder zurück bin. Ich hatte Internetprobleme und konnte einfach das nicht wieder... Oh, es hat aufgehört. Ich konnte einfach das Internet plötzlich nicht mehr starten. Also starten. Es ist einfach ab. Es wurde auf begrenzt gestellt und da fragte ich mich lange, was ist los? Hab den Informatiker geholt und er hat gesagt, scheinbar hat es unten im Erdgeschoss zu viele Stecker an Stecker an Stecker an Stecker. Weil es sind so viele Sachen im Haus und dann noch Bezahl-Fernsehsachen und WLAN und alles Mögliche. Und dadurch habe ich ganz oben in meinem Dachstockzimmer kein Internet mehr, kein LAN mehr. Aber unten geht alles. Aber ich oben hatte keins mehr. Und dann haben wir ein 10 Meter langes Ethernet-Kabel durch meine Tür jetzt hier hingemacht. Und jetzt ist meine Tür offen. Also soll, wenn ich manchmal leise bin oder sofort abstellen muss. Aber das regt mich ein bisschen auf, dass die kein Kabel hier hochziehen können. Außer durch meine Tür. Durch den ganzen Flur, Treppen, Gelände, Zeugs überall hinauf und jetzt in meinem Zimmer sein. Aber dafür habe ich jetzt WLAN auch noch und jetzt bin ich gerade mit dem WLAN on. Also die Tür ist gerade zu. Habe ich vorhin Mist erzählt. Das heißt, momentan muss ich das Zimmer gar nicht zumachen, aber im Ding hatte ich noch an im Ankündigungsvideo, also dass ich zurück bin im Dragos News Video. Da habe ich das noch da hatte ich noch die Tür auf und jetzt merke ich gerade, ja, die Tür ist doch wieder zu, stimmt, weil ich das Kabel rausgeschmissen habe und das WLAN momentan anhabe. Und den kann ich wegschmeißen, oder? Nein, lasse ich noch. Aber die Avengers Handschuhe sind nur für Level 45 zu schwach. So, hier muss ich alles bis auf einen. Ich möchte die noch sammeln. Ich bin doch der Sammler. So. Und hier noch einen. Hallo, einen. Lieber da, hopp. So. Also. Ja, die 100. Folge von Champions of Regnum LP Nummer 4, also Season 4, die ist recht gut angekommen. 9 Likes und 8 Kommentare. Dankeschön dafür. Und 150 plus Aufrufe, auch sehr toll dafür. Dankeschön. Jetzt wählen einfach die Spieler momentan. Es passiert einfach nichts, nur die Alten sind wahrscheinlich ein bisschen mehr da. Ja, und ja, uns geht's gut, ja. Kann man so sagen. Aber alleine könnte ich das Fort jetzt nie einnehmen. Tja, der Xerdif ist online. Mal kurz hier schauen. Sind alle inaktiv. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Tja. Leider, geht es doch die Community nicht besser in Regnum. Also es wird wahrscheinlich immer wie schlechter in Regnum. Aber zum einen sind eben die Entwickler schuld. Die haben jetzt wirklich
den größten Schrott angekündigt mit dem neuen Patch, der irgendwann Ende Jahr bis Anfangs neues Jahr dann kommen wird und nichts mehr als noch mehr Pay to Win bringt und noch mehr Überlegenheit für die, die den Schmuck dann sofort holen können. Das ist eine richtige Frechheit von den Entwicklern. Das unterstütze ich überhaupt nicht. Aber es schadet eigentlich dem Spiel ja nicht so fest. Es bewegt einfach nichts. Das ist es. Aber die Spiele werden noch unfairer. Man hat noch weniger Chance gegen die Suchtis. Und das tut mir schon ein bisschen weh im Herz, im Regnum Herz. Aber ja, man kann nichts machen. Die Entwickler sind so. Man kann nur hoffen, dass ein weiteres gutes Spiel erscheint, wo ja gut sein wird, weil ich bin momentan auch so ein bisschen demotiviert in Sachen MMORPGs, die jetzt kommen oder schon on sind, aber ich einfach keine Lust habe, die zu spielen, weil sie einfach nicht das bieten, was Champions of Regnum so richtig gemacht hat, so richtig cool gemacht hat. Und ja, es ist zu übersättigt. Der Markt der MMORPGs ist zu übersättigt. Wenn ich Geld habe, dann, also wenn ich wirklich offen Geld habe, dann werde ich vielleicht noch Teso oder World of Warcraft spielen. Aber andere werde ich nicht. Werde ich. Ja, da müsst ihr mich wirklich motivieren am besten. Also ihr dürft gerne kurz in die Kommentare schreiben, welches denn Game dann gut ist, welches MMORPG. Und lol. Einfach. Soll ich den töten? Nein, den lasse ich. Ich töte nur Leute, die ich kenne und wo ich auch möchte, dass sie sterben. Wegen Rivalitäten. Nein, ich bin nicht einer, der unbedingt Level angreifen muss oder Leute, die einfach irgendwo hingehen, angreifen muss. Ich bin eher der, der sich verteidigt oder halt einer, der dem Reich gefährlich werden könnte oder so. Aber er ist einfach und deshalb, ja, keine Lust. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen gelevelt, darum habe ich jetzt hier ein bisschen mehr. Und da traf ich einen Jäger und einen Schütze aus Alsius und die haben wirklich alles gemacht, um mich zu töten. Alles. Die haben alles eingesetzt. 20 Stunts oder so. Bis ich tot war, haben die ungefähr 20 tot. Die hatten so extrem, ja, extreme Angst vor mir. Ich war bei denen einfach. Ich denke einfach, weil ich 52 bin und die Level 60 waren. Und dann mussten die sich so extrem peinlich angreifen. Oh yeah. Ja. Tja, dann lebe ich halt weiter, bin einfach wieder dorthin gegangen und die sind nie mehr aufgekreuzt, fertig. Und so etwas sieht man immer öfters, die Spieler haben immer mehr Angst von anderen Leuten. Ich denke, viele hören auf, weil sie einfach zu viel Angst haben. Und das sollte eigentlich nicht sein. In einem Spiel sollte niemand Angst haben. Aber es ist nun mal so. Die Leute müssen unfair angreifen, haben dennoch Angst und sind wahrscheinlich 2, 3 Sekunden später auch gestorben, weil es in der Nähe von Samafor waren und da irgendwo einige war. Ich habe da bei den Orks gelevelt noch ein bisschen und bei den Trollen, bei den Zyklopen. Und die sind sicher gestorben. Wenn sie so Angst haben, okay, vielleicht haben sie auch Angst gehabt danach und sind dann geflohen oder so. Könnte auch stimmen. Und ja, es ist niemand hier am Leveln. Wirklich toll. Ah, Regnum, wieso enttäuschst du mich so? So schade. Anaconda sind hier gelb. Aber nur zwei, nur drei. Na, okay. Leveln hier ein bisschen. Ja, und eben. Wenn Regnum so leer ist, gestern Abend waren nur Südnon.
Deshalb kamen die Söldner auch ungestört zu mir am Levelplatz und konnten mich töten, zu zweit. Und das finde ich einfach mühsam. Regnum ist einfach extrem mühsam geworden durch die Community. Durch die Leute, die einfach nicht richtig spielen können. Nicht so spielen können, wie es eigentlich vorgesehen ist, sondern so richtig unfair. Unfair kann es gar nicht mehr gehen. Und ich finde es einfach ein bisschen eine Schweinerei so langsam. Und das betrifft eben die Leute, die es wirklich auch machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, der Herr Xerdyf oder ja, andere Leute, zum Beispiel Ice Comet, spielt unfair. Ich kann nicht sagen, alle spielen unfair. Ich kann sagen, ein paar spielen unfair. Und das sind vor allem die Syrten, weil sie nicht Teamplay machen können oder nur zu zweit Teamplay können machen und dadurch extrem auf Unfähigkeit aufbauen, oder die Alsen, die einfach nur überlegen angreifen. Also Alsius ist genau das Gegenteil von Syrtis, aber Syrtis hat viel mehr Spieler. Und ja, die Syrten sind halt nie gleichzeitig online, aber können das so machen, dass sie immer die Edelsteine haben. Wie jetzt haben sie einen Edelstein für uns, der gelbe, der Kristall. Und das macht sie zu den Besten, aber auch zu den Unloyalsten und zu den Unsozialsten. Und ja, eben, ich kann, wenn ich sage, ja, die Spieler, die spielen halt nicht so Ding, ist es doch gut, dass ihr es nicht seid, wenn ihr Regnum spielt, oder? Dann betrifft es euch ja auch nicht. Aber meistens bekomme ich immer den Hate dann auch vor denen, die es einfach nicht verstehen können, dass ich das gesagt habe oder sonst irgendwas. Ich bin ein kritischer Mensch, aber nicht einer, der es auf alle bezieht immer. Wenn ich sage, ja, die Spieler spielen unfair, dann betrifft es nur die, die wirklich unfair sind, oder? Und die anderen müssen einfach mal schweigen. Nicht gleich wütend werden oder so Sachen. Und das finde ich auch ein bisschen, demotivierend, wenn ich das immer sehe. Oh, jetzt habe ich wieder ein Dislike bekommen, weil ich das gesagt habe. Oh, vielleicht bekomme ich ja von denen, die wirklich so unfair spielen, auch noch ein Dislike. Das kann auch sein, aber ja, tja, tut mir leid. Also ich kann es nicht allen recht machen, aber was soll ich so groß ja noch von Regnum erzählen? Also ich kann schon viel erzählen, aber es muss halt auch Dinge gemacht werden, die nicht so gesagt werden, die nicht so toll für euch sind, weil es halt einfach am meisten Bemerkbarkeit bietet. Ich kann denken, ja, der Baum dort, der hat so schlechte Texturen, aber das würde euch nicht interessieren. Euch interessieren wahrscheinlich mehr Dinge von anderen Leuten, aber was soll ich über die Leute groß sagen, dass sie die ganze Zeit stunnen? Wow, habe ich schon 20.000 Mal gesagt im Video. Also in diesem Let's Play. Und was soll ich groß sagen? Ja, heute ist wieder Ding. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob heute eine Invasion stattgefunden hat oder so. Ich bin nicht der, der immer online ist. Also, es kann mir gerne jemand sagen, was heute so passiert ist. Aber groß forschen kann ich nicht, wenn ich nicht die Zeit habe, hier in Regnum online zu sein. Also bitte. Und ja, was mir fehlt, ist einfach so ein bisschen die Community, die mir hilft, die mir, die einfach dabei ist, wenn ich aufnehme, die mit mir Termine abmachen, damit die zusammen Schlachten machen können. Das fehlt mir ein bisschen. Ich bin immer in der gleichen Zeit online und das ist meistens nach 12 Uhr, also um 1 und am Abend um 8 Uhr bis 11 Uhr. Und dann könnt ihr mich treffen, aber leider kommt wenig. Also genau um diese Zeit sind die wenigsten online, habe ich so das Gefühl. Oder es ist nie jemand online, wo mit mir Reichsschlachten machen können. Und ich bin auch erst Level 52, so dass ich es nicht alleine machen kann, wenn niemand im Fort ist von den Gängen. Also, ich bekomme das Tor nicht auf, ich bin noch zu schwach. Ja, es würde wirklich viel mehr bringen, wenn ein paar Leute einfach
die hier bei Ignis sind am besten, mir ein bisschen unterstützen könnten, indem sie einfach Bescheid sagen, wenn sie online sind, wenn wir richtig aufnehmen können. Ihr dürft dabei sein, ihr dürft auch den Room, am Room teilnehmen. Und das ist so, das wird dann schön. Aber so alleine zu sein und alleine zu leveln, ist nicht so schön. Also vor allem für mich nicht, weil ich muss natürlich viel mehr machen, als ich zeigen kann. Und langsam stinkt es mir halt auch schon fast. Aber das wird so cool sein, wenn wir eine große Community sein können, wenn wir ein Clan sein können. Oder wenn wir einfach ein bisschen zusammen sein könnten in einem Spiel, das halt jetzt schon langsam ein bisschen langweilig wird, aber dennoch ein viel bietet, wenn die Community einfach zusammenarbeitet. Die Community, die Iggen, die Syrten und die Alsen sollten wieder zusammen sein. Sie sollten wieder zusammen angreifen, sie sollen wieder zusammen Spaß haben und nicht irgendwie sich gegenseitig den Kopf einschlagen, auch Reich von Reich in den Reichsinneren, also Iggen gegen Iggen und Alsen gegen Alsen und so Sachen, sondern gemeinsam halt für ein Reich. Zum Beispiel die Iggen zusammen, die Alsen zusammen und die Syrten zusammen. Und so wieder das Spiel ein bisschen besser machen, vor allem auch von Valhalla. Ja, und es wird cool sein, also ich kann jeden unterstützen, ich werde auch jeden unterstützen, der neu ist. Aber wie müsst ihr dann sagen? Also ich kann mit dem Beshi natürlich bis Level 32 euch helfen, bis ihr mal ein bisschen höher seid und ein bisschen mehr alleine machen könnt dann. Aber dann wird es schwierig, außer ihr wartet dann auf mich, bis ich auch so den Beshi so hoch habe, wie ihr dann seid. Weil ihr habt dann sicher mehr Zeit. Aber ich kann auch organisieren, also wenn ihr einen Level braucht in deinem Level, dann kann ich euch, kann ich das im Video Bescheid sagen, vielleicht meldet sich dann jemand. Und wenn ihr alles seid und ihr gerne Iggen neu anfangen wollt, dann dürft ihr gerne einen neuen Account machen und dann bei Iggen neu anfangen. Aber das ist eure Entscheidung, also. Ja, wie soll ich sagen? Es kommt von euch und nicht von mir. Und ja, mal schauen. Vielleicht wird es auch ein bisschen Community, also Togetherer, das Let's Play. Aber toll, dass ein paar hundert, ein paar Leute mitgekommen sind. Dass wir einfach Scheiße gemacht haben zusammen. Das ist richtig toll. Dankeschön dafür. Und ja, was jetzt weiter geschieht, wie erfolgreich mein Let's Play wird und was es ab kann, wie es weitergeht. Ja, jetzt bin ich toll. Dankeschön, Regnum. Dankeschön, Ablenkung. ja, wie es weitergeht und alles Mögliche, das kann ich nicht sagen. Es kann von Part zu Part dann plötzlich aufhören, dass ich einfach keinen Bock mehr habe. Aber es kann auch weitergehen bis in die Unendlichkeit. Das ist eine Entscheidung, wo ihr extrem mitwirken könnt. Und diskutiert mal mit mir. Ihr könnt auch im Forum ein bisschen schreiben. Dafür braucht ihr nur eine Anmeldung, aber ohne Bestätigung. Also ihr müsst das nicht dann bestätigen, dass ihr ja, die einfach die E-Mail bestätigen. Und seid ihr drin, habt unten einen Chat, könnt immer mit mir chatten dann. Und ja, im Forum kann man richtig schön diskutieren darüber. Oder im offiziellen Forum, aber da bin ich noch nicht angemeldet. Ich weiß nicht, ich habe keinen Grund, weil dort wird eigentlich nichts mehr richtig Gutes geschrieben. Ich habe einfach keinen Grund, dort zu einen Account zu machen und etwas zu schreiben. Aber eben, in meinem Forum kann man eigentlich alles schreiben. Da dürft ihr auch Kritik schreiben, da dürft ihr auch spammen. Es ist leider nicht viel los in meinem Forum, das stimmt. Aber mit der Zeit kommen dann auch viele Leute. Und vielleicht könnt ihr ja der Erste sein, der richtig viel postet. Außer mir. Und ja, mal schauen. So. Wir gehen wieder in den Dschungel.
haben 2% minus. Ja. Naja, aber von den Schlangen bekommt man auch nichts. Schaut euch das mal an. Heil. Schlangen sind schlechte Gegner, schlechter Tropper. Nun gut, muss ich die richtige Schlange suchen, die da, die große. Ja, eben, Regnum macht Spaß mit anderen zusammen. Alleine macht es leider nicht viel Spaß. So wirklich mal in einer Achtergruppe richtig gut leveln. Das wäre richtig toll. Das wäre richtig der Höhepunkt, bis ich Level 60 bin und dann mit neuen Charakter, mit einem Schützen, den ich unbedingt spielen will, mit einem Paladin, also mit einem Ritter, wäre auch toll. Aber alleine ist es fast unmöglich, weil es alleine halt viel länger geht. Und naja, macht halt auch nicht so viel Spaß, das Leveln. Ich denke immer noch einige Zeit, ja, es bringt jetzt wirklich nichts mehr weiter zu leveln. Ich mache jetzt Pause. Dann verzögert sich die Pause und alles Mögliche. Es ist schon schwer. Aber ich mache es gerne. Aber aus einem Grund, weil ich Let's Player mache ich es gerne. Sonst würde ich das niemals machen. Ohne eine richtige Motivation würde ich das niemals machen. Aber ihr seid die Motivation für mich. Die Videos sind die Motivation für mich. Und das ist das Wichtigste. Also wenn die Videos nur ungefähr 10 Aufrufe hätten oder weniger und ein paar Dislikes hätten und alles Mögliche, dann hätte ich niemals 4 Staffeln gemacht. Und jetzt bin ich in der 4. Staffel und habe immer noch Top-Motivation durch euch, aber nicht Motivation durchs Spiel. Und ob es eben weitergeht, ich möchte es weitermachen und ich habe es eigentlich auch versprochen. Aber das ist natürlich das Schwerste, was einem Let's Player so in ins, ja, geschehen könnte. Und, oh, ein Reptilienzahn. Und ja, Mann, ich bekomme viel zu viel Schaden. Schon wieder zu wenig. Ah, komm, wir gehen wir unter den Baum. Oder hier ins Gebüsch. Ah, das ist so ein alter Baumstumpf, ein Stamm. So, dahinter. Und ja, eben die Motivation ist natürlich da, die Videos weiterzumachen, aber ob sie richtig motivierend sind für euch, wenn nur gelevelt wird oder wenn auf Reiz oder auf irgendwas gewartet wird, auf Fortschlachten gewartet wird, noch für euch spannend sein wird in der 200. Folge. Ist eher schlecht so. Deshalb am besten auch mal ein bisschen die Hand, das Bein in die Hand nehmen und losrennen und Regnum installieren und Account bei Ignis Valhalla erstellen und mir Bescheid sagen, viel mit mir machen und dadurch habt ihr dann natürlich auch bessere Videos. Aber ihr müsst es nicht, es ist alles freiwillig. Aber es wäre wirklich toll, wenn ich zumindest ein paar hätte, die mir ein bisschen unterstützen könnten, Items ausleihen könnten oder mir beim Leveln helfen oder irgendwas. Aber wann habe ich den letzten Beshi eigentlich gesehen? Habe ich in der 100. Folge einen Beshi gesehen? Kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube schon, oder? Es ist extrem selten geworden bei Ignis. Also alle haben irgendwie aufgehört, Beshi zu machen. Beshi zu weiterzuspielen. Und dadurch werden die Fortschlachten halt sehr demotivierend für die anderen Leute und dadurch haben auch viele aufgehört wieder. Für einige Tage, für einige Monate, für einige Jahre. Und die Syrtenjäger nerven natürlich zu tödlichst. Es gibt so viele Syrtenjäger, die Iggen töten, dass ja, jetzt will ich da nicht mitmachen, wenn niemand da ist. Oh, Michiko Leonia ist da. Muss mal kurz schauen, den haben wir, habe ich ja noch.
Ja, schade. Nun gut, ich weiß jetzt nicht. Ja, ich höre jetzt auf mit dem Video, mache dann im zweiten Part morgen weiter und guck mal, ob ich noch ein bisschen ein paar Leute finde, die Fortschlachten machen, und werde dann das Video dann schon aufnehmen und wieder Fortschlachten zeigen, aber wir werden wahrscheinlich total unterlegen sein und ob sich da jemand wirklich will, weiß ich nicht. Nun gut, ins Piratenschiff gehen wir jetzt. Ha. Kann man hier hoch? Ach komm schon, Regnum. So ein böses Regnum kann man nirgends hin. Da kommt man auch nicht durch. Oh, so ein böses Regnum. Was haben die Entwickler eigentlich gedacht, dass man hier unten durch nicht kann? Das geht mal gar nicht. Das ist so spielentscheidend, dass man es fast als Pflicht erahnt, es im nächsten Patch einzuführen, dass man unter den Segeln durchlaufen kann. Aber ja, leider geht's nicht. Naja, also dann sage ich auf Wiedersehen bis zum Part 102 und ja, viel Spaß noch mit den anderen Videos, egal ob bei mir oder bei anderen Leuten, und viel Spaß beim Game. Viel Spaß bei anderen Games und tschüssikowski. Auf Wiedersehen.